Das Salz der Erde. Erstes Kapitel. Es war Sonntagnachmittag und glühende Hitze lag über der weiten Steppe. Die Bläue des Himmels schien selbst unter der Hitze gelitten zu haben, denn sie war in dumpfes Bleigrau übergegangen. Die Gräser neigten sich welk und müde zur Erde, als ahnten sie, dass bald für sie das Sterben käme. Nichts regte sich. Nur dort, am Rande des Kornfeldes, saß eine Steppmaus und blinzelte mit den munteren Äuglein herüber, als wollte sie sich überzeugen, dass von den Menschen, die hier hinter dem Dorfe im Schatten eines mächtigen Strohhaufens saßen, keine Gefahr drohe. Da war aber wirklich nichts zu befürchten, denn die zwei schienen sich trotz der lähmenden Hitze angeregt zu unterhalten und um keine Steppmaus der Welt zu kümmern. Ein älterer Bauer, die kurze Pfeife im Munde, saß mit unterschlagenen Beinen auf dem Boden, den Rücken am Strohhaufen angelehnt und schien in gelindem Ärger mit dem jungen Burschen zu reden, der ein paar Schritte von ihm rittlings auf einer steinernen Dreschwalze saß. »Jetzt will ich's aber wissen«, sagte der alte Russe in heftigem Tone, »was dein Geheimnis ist, Igor.« »Geheimnis? Wieso?« fragte der Jüngere teilnahmslos. »Ja«, hob der Alte an. »Du warst der munterste Bursche im Dorf, hast tanzen können und zur Balalaika singen können wie kaum ein anderer, und die Mädel guckten sich die Augen nach dir aus. Und jetzt bist du mit einem Male wie verstört. Hätte man das gewusst, wahrhaftig, ich hätte dir nicht geraten, in die Krim zu den deutschen Kolonisten zu gehen. Diese Unchristen, die kein Heiligenbild im Hause haben, müssen es dir wohl angetan haben. Oder hast du dich an eins ihrer Mädchen verliebt und die will jetzt nichts von dir, dem Russen, wissen? Sprich dich jetzt einmal offen aus. Ich will doch wissen, was das ist mit dir.« »Es ist nichts, Onkel«, antwortete der Jüngere mit einem traurigen Gesichtsausdruck. »Oder ich will lieber sagen, es ist was. Aber ich kann's dir nur nicht sagen, was es ist. Weshalb haben die Vögel es so an sich, die Lerche und die Amsel, dass sie im Herbst nach Süden ziehen? Sie wissen nicht warum, aber sie müssen. Und wenn man sie nicht lässt, dann müssen sie sterben. Und sie, so ist mir auch zumute. Ich habe es wie Heimweh, nur habe ich keine Heimat, wohin ich gehen könnte.« Verwundert nahm der Ältere die Pfeife aus dem Munde und meinte kurz, »Das kann ich nicht begreifen. Du hast eine Heimat. Seit Vater und Mutter dir gestorben sind, habe ich dich auferzogen als mein eigen Kind. Und du weißt doch, dass mein Hof auf dich verschrieben wird, wenn ich sterbe. Und nun kommst du und sagst, du hättest keine Heimat. Sprich dich ordentlich aus, sonst musst du mit mir in die Stadt fahren zum Doktor, oder ich spreche mit dem Popen. Vielleicht bist du behext und er muss es dir austreiben und besprengt dich mit Weihwasser und segnet dich mit dem Heiligen Kreuz.« Eine Falte auf der Stirn des Jüngeren wurde tiefer bei diesen Worten des Onkels und der Blick seiner Augen düsterer, als er antwortete, »Du drängst mich schon lange, und wenn ich es sage, was es ist, so wird es doch noch zu früh sein. Doch ich will's sagen. Früher war ich zufrieden mit unserem Leben und Treiben und wollte es nicht besser. Wenn ich morgens auf unserem Bläs hinausritt, zur Arbeit oder daheim etwas ausbesserte, einen Wagen oder Pflug, da habe ich an die Mischa oder Marscha gedacht, mit der ich das nächste Mal am Feiertage tanzen wollte. Oder ich dachte daran, wie ich eine Kleinigkeit dir abbetrügen könne, damit ich was hätte zum Schnaps.« Der Alte schmunzelte behaglich bei diesen Worten. »Doch jetzt ist das anders. Mir ist das Auge jetzt geöffnet für unser Elend. Bei uns im Dorf spricht man von allen anderen als von Unchristen. Ich habe es jetzt eingesehen, dass wir keine Christen sind, dass unser Leben jammervoll und eine Schande ist. Und wer soll uns helfen? Es sind ja alle so zufrieden mit sich selbst und niemand fühlt es, was uns fehlt. Am Werktag wird gearbeitet und das schlechter als bei den Deutschen. Alles pflügen, Bäume pflanzen, Handwerk, alles ist bei uns schlechter. Es wird nur oben hingemacht und dann ist's fertig. Ob die Furche gerade ist oder nicht, wer schilt darüber?
Ob zwischen zwei Furchen zwei Handbreit festes Land stehen bleibt und hart wird, dass nichts darauf wachsen kann, wen kümmert's was? Dass die Raine zwischen den Feldern breiter werden und dem einen, dass ein vierspänniger Wagen darauf fahren kann, wer klagt darüber? Was macht sich einer daraus, dass ein andermal sein halbwüchsiger Nachbar ihm den Hain wegpflügt? Kein Hahn kräht danach, dass unsere Pferde nicht geputzt werden, sondern Ketten und Distelköpfe monatelang in Mähne und Schweif tragen. Dass ihnen die alten Haare nicht durch gutes Futter und durch gutes Striegeln regelmäßig und schnell heruntergehen. Wer macht sich was draus? Wie schmutzig scheint es mir jetzt im Dorf, wie hässlich in den niedrigen Hütten. Onkel, wenn ihr da gewesen wäret bei den deutschen Bauern, wo ich war, fluchen würdet ihr darüber, dass man euch nichts anderes gelehrt hat von Jugend auf. Da sind selbst ärmere Bauern darauf aus, sich reine, ordentliche Häuser zu bauen, mit Fenstern so groß als unserem Popen seine. Da ist in dem ganzen Dorf kein Haus ohne einen Schornstein. Kein Hund schläft dort auf dem Ofen oder auf der Holzbank wie wir, sondern jeder Mensch hat ein Bett. Und wie rein wird das gehalten? Zum Essen kann man sich alle Tage setzen, wie bei uns an den hohen Feiertagen oder bei der Hochzeit. Es ist alles gekocht, dass man die Finger danach lecken möchte. Pferde habe ich gesehen, bei dem letzten Bauer so gut und so stark, so rein gestriegelt, dass man sie in unserer elenden Kreisstadt kaum zu sehen bekommt. Sogar die Kühe striegeln sie, und bei manchen habe ich gesehen, dass der Stall so sauber war wie unsere Stube, wenn die Tante sie mal wieder zu Ostern gereinigt hat. Und was das Beste ist, es ist keine Schenke im Dorf, kein Mensch ist betrunken und da schlägt auch keiner die Frau, dass sie schreiend aus dem Hause läuft wie bei uns. Da liegen die Kinder nicht mit den Ferkeln in den Pfützen der Straße, sondern sind ordentlich gekleidet und gehen in die Schule. 7-, 8-jährige Knaben können besser lesen und schreiben als ihr. Und wenn sie erst 12 Jahre alt sind, dann lesen sie auch Russisch, alles Geschriebene von der Polizei und sonst. Und du weißt doch, dass bei uns außer den Popen und dem Psalmensänger keiner Geschriebenes lesen kann. Und die Hauptsache kommt noch. Die Leute sind freundlich und höflich. Da darf keiner seinen Knecht schlagen oder schimpfen. Man hört kein lautes Wort auf der Gasse. Sie lesen selbst die Bibel und beten zu Gott ohne Popen. Und wie ich dort im Hause bei einem solchen Manne gearbeitet habe, das kann ich dir nicht sagen. Da kriegt man Lust zur Arbeit und wird froh, dass man lebt. Und ganz andere Gedanken sind mir ins Herz gekommen als je zuvor. Und wie ich nun wieder heimkomme, da war das bei uns im Dorf der Kirchweihtag. Es war so kurz vor Sonnenuntergang, da war fast alles betrunken. Du, Onkel, hast mit dem einäugigen Petruschka auf einer umgestülpten Schiebkarre vor dem Krug gesessen und warst so betrunken, dass du mich nicht erkanntest, als ich ankam. Und die Tante saß mit der Frau des Popen bei dem Müller vor dem Haus und war auch betrunken. Und ihr Streiten und Keifen war das Erste, was ich von einigen wenigen wiedersah. Und im ganzen Dorf gab es Schlägerei und Lärmen. Ich habe nur einen nüchtern gesehen. Das war der jüdische Schenker. Der lachte wie ein Teufel und zeichnete mit Kreide die Rechnung für euer Trinken auf das große Brett neben dem Schenktisch. Da bin ich auf dem Fuß umgedreht, ging aus dem Dorfe hinaus, dahin, wo der Bach seine Biegung macht, hab mich unter die alten Weiden gesetzt und habe geweint wie ein Kind. Bei den letzten Worten zitterte des Jünglings Stimme und er schien den Tränen nahe zu sein. Der alte Bauer schwieg eine ganze Weile. Es zuckte ihm im Gesicht und er machte einen verlegenen Eindruck, als wisse er nicht, was er sagen sollte. Endlich räusperte er sich und meinte, »Igor, wir sind sündige Menschen.
Andächtig schlug er ein Kreuz. Aber schlecht sind wir nicht. Wir sind ungebildet. Wer hat uns was gelehrt? Wir wissen's nicht anders. Aber unser Volk ist nicht schlecht. Hast du am anderen Morgen nicht gesehen, wie die Leute in den Frühgottesdienst gegangen sind und dem heiligen Elias oder der gebenedeiten Gottesmutter Lichter gestellt haben? Wie sie knieten und beteten? Das ist es eben, rief der Jüngere eifrig. Das ist es! Das ist der Betrug, damit wir uns selbst betrügen. Und daher kommen wir nicht weiter. Man vertrinkt den Lohn seiner Arbeit, der Jude wird reich und wir werden arm. Vor 6 Jahren kam dieser Jude in das Dorf. Da hatte er 2 gemietete Wagen. Auf dem ersten saß sein Weib in Lumpen und mit 3 Kindern in Lumpen. Und auf dem zweiten Wagen lag ein Fass mit Schnaps. Jetzt, das wirst du doch wohl wissen, ist er der reichste Mann im Dorf und das in 6 Jahren. Was hast du mit deinem Land, deinen 2 Ochsen und deinen 2 Pferden in diesen 6 Jahren dir eigentlich verdient? Oder um wie viel bist du reicher geworden? Der Alte nickte trübselig, ohne zu antworten. Nun, fuhr der Jüngere fort. Und da meint man, wenn man nachher zur Kirche geht und kauft ein Wachslicht zu 10 Kopeken und hört des Popen Gesänge und Gebete an, dann wäre alles in Ordnung. Gott hat uns verstoßen. So kann er nicht zufrieden sein mit seinen Christen. Und wenn es bei uns so bleibt, dann bleibe ich nicht hier im Dorf. Lieber sterben, als schlecht und gottlos leben. Nach einer Weile hob der Alte an. Aber Igor, was sind denn das für Deutsche, wo alles so herrlich hergeht? Ich bin doch auch hier in der Nähe, weißt du, hinter Iwanowow auf seiner deutschen Kolonie gewesen. Da ist doch nicht die Spur von solchem Leben, wie du sagst. Freilich, die Häuser sind etwas besser als bei uns und die Arbeit auch und das Vieh auch. Aber saufen tun die Deutschen auch und Schlägereien kommen bei ihnen auch vor. Die sind nicht viel besser als wir. Das weiß ich nicht, gab Igor zurück. Nur weiß ich, was ich gesehen habe. Es muss bei uns anders werden. Und man hat mir dort gesagt, wie man es anders macht. Man muss Gottes Wort lesen und beten und danach sein Leben einrichten. Dann wird es im ganzen Dorf anders. Und darum bin ich die 3 Wochen, die ich wieder hier bin, so traurig. Ich wäre nicht gekommen, wenn du nicht durch den Popen hättest hinschreiben lassen, dass die Ernte hier besser zu sein scheine als im vorigen Jahre und dass ich zurückkommen soll, um zu Hause zu arbeiten. Und wenn du mir versprichst, dass ich gleich, nachdem unsere kleine Ernte abgemäht ist, wieder hingehen kann, dann will ich aufhören, traurig zu sein. Lass mich noch den Herbst und einen Winter dort bleiben. Dann lerne ich die Arbeit besser und auch Gottes Wort besser. Und wenn ich dann zurückkomme, soll es auch bei uns anders werden.